Wenn alles eingekauft und eingepackt und abgerechnet, kalkuliert und kommentiert, wenn alles vorbereitet und zurechtgelegt, geputzt, geplant und eingeladen, wenn alles abgesichert, abgestimmt und mitgezeichnet, Beschlüsse sind gefasst, Termine sind gemacht fürs nächste Jahr, wenn alle Weihnachtsfeieressen enden, das letzte Päckchen pünktlich kommt, wenn alles da ist, alles klar ist, die Straßen, Gärten, Bäume leuchten, dann möge Gott, der Herr, uns immer wieder sagen, so auch jetzt, dass sein Wort, nur sein Wort, das Erste und das Letzte ist, das wir zum Leben brauchen. Dann möge Gott sich wandeln in das Kind, das alles wieder von uns nimmt, was wir zu brauchen meinen, die Freude weckt und uns zu Menschen macht und eine Bitte nur erfüllt. O komm, du Morgenstern, lass uns dich schauen, unseren Herrn. Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Lassen Sie uns gemeinsam den Psalm beten. Ich beginne und möchte Sie bitten, die eingerückten Verse zu sprechen. Du aber, Herr, bleibst ewiglich und dein Name für und für. Du
denn deine Knechte lieben seine Steine und tragen Leid um seine Trümmer. Wenn der Herr Zion wiederbaut und erscheint in seiner Herrlichkeit, das werde geschrieben für die Nachkommen, und das Volk, das er schafft, wird den Herrn loben. Lasst uns beten. Da sind wir, Gott, deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Paulusplatz. Lassen die Arbeit jetzt ruhen. Atmen durch. Werden still. Bringen dir das Schwere und das Leichte. Erwarten dich, brauchen dich. Bring uns heraus aus unserem Treiben. Schreib deine Barmherzigkeit in unsere Herzen und Sinne ein. Und hilf uns hören das Heil, das du verkündet hast. Amen.
Ich lese aus dem Buch des Propheten Jesaja, Kapitel 9. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Und über denen, die da wohnen im finstern Land, scheint es hell. Du wächst lauten Jubel, du machst groß die Freude. Vor dir wird man sich freuen, wie man sich freut in der Ernte, wie man fröhlich ist, wenn man Beute austeilt. Denn du hast ihr drückendes Joch, die Jochstange auf ihrer Schulter und den Stecken ihres Treibers zerbrochen, wie am Tage Midians. Denn jeder Stiefel, der mit Gedröhn dahergeht, und jeder Mantel durch Blut geschleift, wird verbrannt und vom Feuer verzehrt. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gottheld, Ewigvater, Friedefürst. Auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich. Dass er Stärke und Stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit.
Im ganzen Land war das Licht aus. Im Schwarzen hat man dann kleine Blitze erkannt. Das waren die Raketen in der Schlacht um den Flughafen der Hauptstadt. Eigentlich möchte man am liebsten runterschreien und fragen, was macht ihr denn da unten für einen Unsinn? Der Astronaut Matthias Maurer war zu Beginn des Angriffskriegs auf die Ukraine im Weltall. Aus dem Weltraum sah man eine dunkle Fläche inmitten beleuchteter Umgebung. Im ganzen Land war das Licht aus. Eigentlich habe ich mir das bis dahin noch nie wirklich vorgestellt, was es bedeutet, sich verstecken zu müssen, kein Licht zu machen, von Dunkelheit umgeben, damit sie dich nicht sehen und du versteckst bleibst und am Leben, hoffentlich. Und in dir die Angst, die bis zum Hals pocht und das Gefühl, das Pochen ist doch so laut, dass es alle hören müssten. Wie das ist, wenn du nicht gesehen werden willst, nicht erkannt werden willst, als Jüdin oder Jude. Deine Kinder nicht in die Schule schicken willst, auch in Deutschland, weil du Angst hast, dass einer sagt, du darfst hier nicht sein, dich soll es nicht geben. Wenn es sicherer erscheint, in der Unsichtbarkeit zu leben und zu verschwinden, sich klein zu machen, sich stumm zu stellen und sich nicht zu erkennen zu geben und die eigene Existenz zu verleugnen. Das Volk, das noch im Finstern wandelt, der Prophet Jesaja, scheint es zu wissen, was das bedeutet, was Krieg und Hass bedeuten, was Menschen einander antun zu allen Zeiten auf dieser Erde. In der Ukraine, damals beim Volk Israel, und heute in Israel und auf so vielen Orten der Welt. Wie dunkel die Finsternis sein kann, wo Menschen einander absprechen, sein zu dürfen, leben zu dürfen, gesehen werden zu dürfen. Dann wird es dunkel im ganzen Land, für alle, die darin leben. Gewusst hat es auch der Historiker und Dichter Jan Wilhelm Schulte Northold, der dieses Lied gedichtet hat. Er wurde 1920 in den Niederlanden geboren, musste sich im Zweiten Weltkrieg vor der deutschen Besatzungsmacht verstecken, wurde mehrfach inhaftiert. Bekannt wurde er durch sein Buch »Das Volk, das im Finstern wandelt« über die Geschichte der Afroamerikaner. Northold verbindet in diesem Lied biblische Zitate aus dem Alten und Neuen Testament mit der Erfahrung der Dunkelheit. Unsere kleine, leidgetränkte Welt webt er ein in die große Heilsverheißung Gottes, die uns in einem anderen Licht erscheinen lässt, in Gottes Licht, und uns herausholt aus der Finsternis. Das Licht, das er kommen sieht und in dessen Strahlen wir erkennbar sein dürfen. Der erste Schritt: aus dem Volk werden Einzelne, aus dem Neutrum wird ein Du. Verbirg dich nicht, mach dich nicht klein. Heb in den Himmel dein Gesicht. Hör nicht auf das Gedröhn der Bomben, hör auf ein anderes Wort. Glaube der Finsternis nicht. Steh still und lausche, weil Gott handelt. Der Tod wirft schwarze Schatten.
Und dieser Tod ist ein Meister aus Deutschland. Paul Celan, deutschsprachiger Jude, geboren in Czernowitz und wie Northold, Jahrgang 1920, kämpft zeitlebens mit diesen schwarzen Schatten. Sie fassen ihn bis an die Wurzel seiner Existenz. In ängstlichen, verlassenen Nächten, wenn draußen auf dem Pflaster Stiefel knallen, schwarz und akkurat geputzt. SS-Stiefel, Schutzstaffel, vor der es keinen Schutz gibt. Keinen Schutz für seine Eltern, deren Deportation Celan nie verwinden kann. Auch nicht die Überlebensschuld. Warum lebe ich und sie nicht? Er bringt ihren Tod auf eine Metapher. Wir schaufeln ein Grab in den Lüften. Da liegt man nicht eng. Und wir begreifen, es ist keine Metapher, sondern die Wirklichkeit der Vernichtungsöfen, deutscher Vernichtungsöfen. Klage, Krieg, Verrat, bittere Zeit. Die MacherInnen des evangelischen Gesangbuches haben in den 90ern den Text glatter gemacht. Ursprünglich war unter anderem formuliert, nie mehr Sirenen. Das klang ihnen wohl zu sehr nach Vergangenheit. Bombenkrieg gibt's nicht mehr. Vielleicht waren sie auch ein bisschen besoffen von der Wendezeit. Das Ende der Geschichte war schon damals ein Trugschluss. Oder sie wollten die Bomben in Ruanda und Jugoslawien nicht sehen und hören. Und heute ist der schrille Ton des Luftalarms präsent wie eh und je. In Tel Aviv, in Kiew. Warum ist der Tod ein Meister aus Deutschland? Mag es an einer merkwürdigen Mystifikation der Macht liegen, die in Deutschland lange Tradition hat? Das Volk jauchzt auf und ruft, da muss doch endlich einer kommen. Einer, der in der Regierung auf den Tisch haut und Basta sagt zum Heizungsgesetz. Einer, der die Autobahnen baut. Im November 1942 beknien die Generäle der in Stalingrad eingekesselten 6. Armee ihren Oberbefehlshaber Friedrich Paulus, endlich ausbrechen zu dürfen, um das Leben von 300.000 Männern zu retten. Er antwortet im Tagesbefehl zum ersten Advent: Männer, haltet aus, der Führer holt euch raus. Das Warten auf den, der da kommen soll, kostet fast alle das Leben. Nur 6.000 von ihnen kehren nach über einem Jahrzehnt Kriegsgefangenschaft zurück. Advent, Gott kommt, höre ich wirklich Gottes Schritt, wenn mir das nächtliche Gefühl der Verlassenheit die Kehle zuschnürt, mitten in Krieg, Verrat und Sirenengeheul? Oder sind es doch nur die alten Stiefel in neuer Gestalt? Gott auch nur einer von diesen maskulinen Herrschern, die mit Dominanzgehabe und Gedröhn dahergehen? Kann ich glauben, dass Gott kommt? Will ich, dass so ein Gott kommt? Die Liebe geht nicht mehr verloren, das Unrecht stürzt in vollem Lauf. Aus den Friedensschritten Gottes wird ein wehrhaftes Gegenüber. Das sind Bilder von einem Kampf, von Sieg und Niederlage. Aber hier kämpfen nicht Menschen gegen Menschen. Hier steht nicht Gewalt gegen Gewalt. Es sind nicht die Waffen, die töten. Es streitet Gott mit seiner Liebe. Ist sie wirklich stark genug? Hält sie uns? Regiert sie uns? In diesen Krisen und Kriegen steht das immer wieder in Frage, wie in allen Jahrhunderten zuvor. Mit der Bergpredigt kann man keine Politik machen. Ja,
keine Politik nach Menschenermessen. Wir werden mit unserer Macht nicht herauskommen aus unseren menschlichen Verstrickungen, werden keinen Weg finden, der nach unserem Ermessen wirklich gerecht ist. Aber es ist die Politik Gottes, die Liebe Gottes, die Vergebung übt, Versöhnung lebt, Wahrheit sagt. Genau besehen gibt es keine stärkere Macht. Wer Vergebung übt, Versöhnung lebt, Wahrheit sagt, der hebelt jede Gewalt aus, die auf Zerstörung setzt. Wenn wir Weihnachten feiern, dann feiern wir eben nicht unsere Macht, sondern diese Kraft, diese Klugheit, diese Politik Gottes, der ein Freund, ein Liebhaber der Menschen ist. Nicht andere Menschen sind unsere Feinde, sondern das, was sie kaputt macht und uns. Und der Siegesruf ist nicht, wir haben gewonnen, wir haben erobert, wir haben zerstört, sondern uns ist ein Kind geboren. Diesen Satz kann man nicht hasserfüllt schreien. Diesen Satz, diese Worte werden niemals ein Schlachtruf sein. Den Satz kann man singen, beglückt, erschöpft, erstaunt, leise. Und man kann ihn jauchzen und rufen. Es ist eigentlich die genialste Idee Gottes, als Kind in dieser Welt zu erscheinen. Und ebenso wie seine göttliche Macht, auch alle, wirklich alle unsere menschliche Macht auf dieses Maß zurückzubringen, auf das, was wir sind und eigentlich nicht sein möchten. Klein, verwundbar, angewiesen. Und auf das, was wir nicht sein möchten, göttliches Licht zu legen. Aber nicht, um entlarvend zu sagen, schaut hin, so seid ihr, und uns zu beschämen, sondern zu sagen, schaut hin, meine Menschenkinder, so bin ich, um euretwillen, damit wir fähig werden, im anderen nicht die Bedrohung, sondern die eigene Bedürftigkeit zu erkennen und einander beizustehen. Gott erscheint als Kind in der Welt, eine wirklich geniale Idee. Dieses Lied spiegelt das Gegenbild zur klassischen Machtstruktur und auch die ist ja oft ein Trugbild. Dünkt sich nicht selten gerade derjenige mit Gedröhn und Popanz besonders mächtig, der in Wirklichkeit seine Ohnmacht und Hilflosigkeit nur mühsam, oft allerdings besonders lautstark zu überspielen sucht? Die kontrastierenden Kennzeichen der Macht Gottes hat uns Jesaja skizziert. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gottheld, Ewigvater, Friedefürst. Die für mich zentrale Stelle des Jesaja-Textes in der Übersetzung Hoffnung für alle: Er wird seine Herrschaft weit ausdehnen und dauerhaften Frieden bringen. Auf dem Thron Davids wird er regieren und sein Reich auf Recht und Gerechtigkeit gründen, jetzt und für alle Zeit. Und an dieser Stelle wird die Weite der biblischen Texte im Advent spürbar, so viel tiefer als gefühlsduselige Glühweinseligkeit, Klingglöckchen, Klingling und so.
Sie künden von nichts weniger als der wahrhaft grundstürzenden Vision einer besseren, einer gerechten Welt. Aufstand gegen den Tod, Widerstand gegen Unterdrückung und Ungerechtigkeit. Oder wie kann man diesen Text anders verstehen? Der Stab der Sklaventreiber wird zerbrochen. Jeder Soldatenstiefel, der mit Gedröhn daherkommt, jeder Mantel, der durch Blut geschleift ist, wird verbrannt. Recht wird herrschen und Friede, der kein Ende hat. So hat jedes Geschöpf seine unhintergehbare, unantastbare Würde. Jeder Mensch kommt zu seinem Recht, ganz gleich von wo er kommt und was er leistet. Und so wie uns in dieser realen Welt heute kaum denkbar erscheint, dass ein im Finstern wandelndes Volk trotz Krieg, Verrat und bitterer Zeit ein Licht, ein großes Licht sehen kann, so abwegig wäre in einer Herrschaft von Recht und Gerechtigkeit die Vorstellung von dröhnenden Soldatenstiefeln, von Raketenlärm und Vernichtungsöfen. All das wird nicht mehr sein. Eier, wären wir da. Ein Traum, ja, eine Vision gar. Aber nur der Traum, nur die Vision kann uns zu praktischem Handeln leiten. Und die Gerechtigkeit fällt ja nicht vom Himmel, sie entsteht durch uns jeden Tag neu. Der Anspruch an diesen kommenden Gott, der Gerechtigkeit und Frieden schafft, richtet sich an uns, die Welt nicht zu einer Hölle werden zu lassen. Das besorgt kein autoritärer Herrscher. Es ist unsere Aufgabe. Diese Aufgabe, an einem Reich zu arbeiten, das auf Recht und Gerechtigkeit gründet und auf dauerhaften Frieden angelegt ist, diese Aufgabe stellt sich uns. Willy Brandt hat das 1983 beim Kirchentag so gesagt: Helfen wir einander bei dieser Aufgabe, bestärken wir uns darin gegenseitig, vermitteln wir ein wenig Zuversicht und lassen bei aller Sorge und allem Zweifel die Tatkraft nicht erlahmen. Der Friede, der das Überleben sichert, ist uns allen anvertraut. Und dafür möchten wir uns gerne in die Pflicht nehmen lassen. Ich darf Sie bitten, sich von Ihren Plätzen zu erheben, zum Gedenken unserer verstorbenen, ehemaligen und aktiven Kolleginnen und Kollegen. Wir erinnern an Marianne Tempel, verstorben am 3. Januar 2023 im Alter von 74 Jahren, Leiterin der zentralen Gehaltsabrechnungsstelle. Am 17. Februar 2023 verstarb Ingrid Seewald im Alter von 81 Jahren, Sachbearbeiterin im Referat Förderung. Am 4. März verstarb Brigitte Tillmann im Alter von 81 Jahren. Sie war Mitglied der Anerkennungskommission zur Aufarbeitung sexualisierter Gewalt, der EKN und Präsidentin des Oberlandesgerichts Frankfurt. Am 5. Mai verstarb Dagmar Dauber im Alter von 84 Jahren, Sachbearbeiterin im Referat Bau- und Grundstücksfinanzierung. Am 24. Juli verstarb Gabriele Gotzmann im Alter von 67 Jahren. Sie war im Büro des Leiters der Kirchenverwaltung als Management-Direktionsassistentin tätig. Am 15. August verstarb Professor Helmut Fischer im Alter von 89 Jahren.
Er war Professor am Predigerseminar in Friedberg. Am 7. Oktober verstarb Dr. Walter Sohn im Alter von 86 Jahren. Er war Leiter des EKN-Amtes für Industrie und Sozialarbeit in Frankfurt. Am 15. Oktober verstarb Walter Diefenbach im Alter von 93 Jahren, Sachgebietsleiter in der Bauabteilung. Am 23. Oktober verstarb Gisela Fuchs, 82 Jahre alt, Reinigungskraft in der Kirchenverwaltung. Wir befehlen die Verstorbenen der Gnade Gottes an. Wir möchten Ihnen die Kollekte ans Herz legen. Sie ist für die Projekte LIV, Frauenwohnen und Mukis bestimmt. Beides Häuser, in denen wohnungslose oder in Not geratene Frauen
mit und ohne Kinder sowie Schwangere Unterkunft und Unterstützung finden können. Kolleginnen vom Sozialdienst des Diakonischen Werkes unterstützen und beraten die Frauen und Kinder vor Ort in persönlichen, gesundheitlichen und behördlichen Angelegenheiten. Mit dieser Betreuung sollen die kleinen Familien dabei unterstützt werden, Traumata zu verarbeiten, Selbstsicherheit zu bekommen und das Leben wieder selbst in die Hand nehmen zu können. Lass uns beten und Fürbitte halten. Gott, du bist ein Gott des Friedens für alle Welt. Wir bitten dich, breite deinen Frieden aus in diesen Weihnachtstagen, in uns, in den Häusern und auf den Straßen. Lass die Waffen ruhen. Lass die Kinder sicher schlafen. Verwandle Vergeltung in Vergebung. Und heile du die tiefen Wunden dieser Welt. Wir bitten dich, dass sich Gerechtigkeit ausbreitet auf dieser Erde, die nicht auf Rache sinnt, sondern auf Ausgleich zwischen Arm und Reich, Opfern und Tätern. Richte unsere Herzen und Sinne daran aus, dass wir nach deiner Gerechtigkeit handeln und ablassen von dem, was Unrecht gebiert. Wir bitten dich für die Menschen, die in diesen Tagen wachen, dass Feuer gelöscht wird, dass Kranke gepflegt werden, Sterbende begleitet, Einsame besucht. Lass sie spüren, sie sind Boten deiner Liebe. Und alles, was uns bewegt, legen wir auf das Gebet, das Jesus Christus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Thank you.
Lass uns um den Segen Gottes bitten. Und nun geht hin, stärkt die müden Hände und macht fest die wankenden Knie. Sagt den verzagten Herzen, seid getrost, fürchtet euch nicht, seht, da ist unser Gott. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Thank you.
Liebe vorweihnachtliche Paulusplatzgemeinde, schön, dass wir diesen Gottesdienst so zusammen feiern konnten. Mir hat gerade vor wenigen Tagen jemand gesagt, jetzt soll's mal endlich Weihnachten werden. Und mit diesem Satz, so habe ich es zumindest gehört, war der Wunsch verbunden, ich will jetzt mal zur Ruhe kommen. Ich will mal all das unterbrechen, was mich, was uns so sehr beschäftigt. Als ich das gehört habe, habe ich gedacht, ja, das denken zurzeit, glaube ich, viele. Es war und ist ein anstrengendes Jahr. So wird es erlebt an vielen Stellen, vielen Orten, auch bei uns in der Kirche. Vieles muss umgestaltet werden, das ist anstrengend. Wir reden mittlerweile nicht mehr von Reform, sondern von Transformation, wirklicher Umgestaltung. Und neben all dem, was wir bewegen müssen, wo wir unterwegs sind und in diesem Jahr uns an vielen Stellen engagiert haben, ist eben all das andere auch da, was belastet, was auch in diesem Gottesdienst zur Sprache kam, der Krieg in der Ukraine, furchtbare Lage in Israel und Palästina und dann gestern in Prag, ein Amokschütze erschießt 14 Menschen. Und ich persönlich finde auch die politische Lage in unserem Land ziemlich belastend. Da müssen wir sehr aufpassen, dass wir nicht zum Volk werden, das ins Finstere wandelt. Da ist manches in eine schlimme Richtung verschoben. Ich habe mir kurz überlegt, ob ich das wirklich anspreche, aber das bewegt mich so, dass vorgestern in Schwerin erstmals Polizei wirklich ein Kirchenasyl aufgelöst hat, eingedrungen ist, um die zwei ältesten Brüder einer sechsköpfigen Familie aus Afghanistan abzuschieben, die Familie auseinanderzureißen. Das vor Weihnachten. Das sind für mich bedrohliche Anzeichen. Und da gilt es wirklich, etwas entgegenzusetzen. Jetzt soll es Weihnachten werden. Eine Unterbrechung ist gut und die brauchen wir alle. Es ist nötig, zur Ruhe zu kommen, aber wir wissen auch, vieles lässt sich nicht unterbrechen. Die Welt läuft weiter. Und gerade weil das so ist, ist diese Kraft von Weihnachten nötig. Es ist nötig, Kraft zu bekommen und neue Hoffnung darauf, dass diese wunderbare Friedensbotschaft, dieses "Fürchtet euch nicht" und Frieden auf Erden, dass uns das erreicht, dass das unsere Herzen berührt, dass uns das Kraft gibt, ganz persönlich, in all dem, was uns bewegt, was wir zu tragen haben und in all den Dingen, die in dieser Welt geschehen, um etwas entgegenzusetzen. Ich danke allen, die heute diesen Gottesdienst für uns gestaltet haben und uns diese Botschaft schon nahegebracht haben. Für mich ist dieser Gottesdienst immer so wirklich der Beginn von Weihnachten, wo sich etwas öffnet und ich merke, da kann mich auch etwas berühren und erreichen. Vielen Dank, liebe Frau Beiner, liebe Frau Löw, lieber Herr Esterhaus, die Sie diesen Gottesdienst vorbereitet haben, für uns gestaltet haben. Vielen Dank auch denen, die uns musikalisch begleitet haben, an der Orgel Lukas Euler und dem Projektchor der Kirchenverwaltung unter Leitung von Joachim Enders. Ganz, ganz herzlichen Dank Ihnen allen. Und ich danke auch denen, die diesen Gottesdienst weiter übertragen haben, sodass manche auch im Netz daran teilnehmen können, später noch, wenn er gestreamt wird. War aber auch live, ne? Oder? War auch live. Wunderbar. Also dann auch ein Gruß all denen, die jetzt irgendwo vor dem Bildschirm sitzen, diesen Gottesdienst mit uns gefeiert haben und auf diese Weise dabei waren.
Auch das ist eine kleine Tradition, ein Dank an die Bläserinnen und Bläser, die heute Morgen schon in der Kirchenverwaltung unterwegs waren. Lieber Herr Flatter, unter Ihrer Leitung hat mir zugerufen, es war zum 39. Mal. Ich sage Ihnen herzlichen Dank dafür. Ich danke Ihnen allen, Ich danke Ihnen allen, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Kirchenverwaltung, den Zentren, allen, die in Synode und Kirchenleitung Verantwortung übernommen haben und allen, die in Dekanaten, Gemeinden und Einrichtungen für unsere Kirche arbeiten. Danke auch allen Ehemaligen, die heute hier sind, die damit ihre Verbundenheit zum Ausdruck bringen, die uns begleiten, von ferne oder auch etwas näher, aber mit ganz viel Wohlwollen, so erlebe ich es, und mit ganz vielen Gedanken und Gebeten dafür herzlichen Dank. Auch von meiner Seite möchte ich Ihnen noch einmal die Kollekte ganz herzlich ans Herz legen und wünsche Ihnen jetzt an dieser Stelle, Ihnen allen, Ihren Familien, ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr. Bleiben Sie behütet und bewahrt. Danke.